Es geht jetzt darum, die Tangente an die Parabel y gleich x² minus 2x plus 2 im Punkt 2-2 zu berechnen. Die Parabel sieht im Endeffekt etwa so aus. Und im Punkt, sie geht auch durch den Punkt 2-2. Und wenn ich normalerweise eine Tangente rechne, dann brauche ich an dieser Stelle die erste Ableitung. Das heißt, wir berechnen mal das f' von x. Was ist die Ableitung von dieser Funktion? Sehr gut. So, welche Steigung hat die Tangente in diesem Punkt, im Punkt 2-2? Welche Steigung hat die Tangente? Das sollten Sie jetzt wissen. Ja, Rechnung, fast richtig. Müssen Sie f' von 2 rechnen und das ist 2 mal 2 minus 2, also 2. 2 haben Sie gesagt, dann war es richtig. Ich habe 3 verstanden, aber das könnte auch 2 gewesen sein. Gut, das heißt, wir haben die Steigung nicht einfach ablesen. Ja, wissen Sie, wenn ich Ihnen ein einführendes Beispiel mache mit einer extrem einfachen Funktion, dann können Sie das immer machen. Wenn Sie aber, dann mache ich Ihnen eine schwerere Funktion und dann sehen Sie gar nichts mehr. Aber das möchte ich ja eben verhindern. Das heißt, ich möchte, dass Sie optisch sehen, dass exakt das Gleiche herauskommt, wie das, was Sie sowieso schon erwarten. Also ja, Sie dürfen es ablesen, nein, es ist nicht schön. So, und wenn Sie jetzt hergehen, dann können Sie ja ein Steigungsdreieck anlegen an diesem Punkt. So, ein Steigungsdreieck, wie sieht das Steigungsdreieck aus? Welche Seiten hat das Steigungsdreieck? Das hat die Seite 1 und 2. Sie müssen, beim Steigungsdreieck gehen Sie immer 1 nach rechts und Steigung nach oben. Und das heißt, Ihre Tangente sieht dann im Endeffekt so aus. Das hier ist Ihre Tangente. Also das heißt, Sie zeichnen die Tangente einfach, indem Sie an den Punkt gehen, 1 nach rechts, 2 nach oben gehen. Und diese 2 hier, das ist quasi exakt die gleiche 2 wie diese hier. So, wenn Sie das jetzt analytisch betrachten, also unter dem Blickwinkel der analytischen Geometrie, dann stellen Sie fest, dass Sie hier einen Vektor haben. Diesen Vektor und dieser orangene Vektor. Welche Komponenten hat der? Der geht 1 nach rechts. Und der geht 2 nach oben. Ja, und das ist dieser Vektor. Das handelt sich hierbei um einen Richtungsvektor einer Geraden. Das heißt, Sie können die Tangente t darstellen als x ist gleich. Hier dieser Aufpunkt, das ist der Punkt 2, 2. Plus, jetzt muss man aufpassen, dass ich nicht den Parameter t nehme, wenn ich hier schon das t für Tangente verwendet habe. Und Parameter r sollte ich auch nicht nehmen. Also nehme ich Parameter s mal 2, 1. Das hier ist die Tangentengleichung oder eine Tangentengleichung an y gleich x² minus 2x plus 2 im Punkt 2-2 in Parameterform. Das war jetzt eine spezielle Funktion, jetzt nehmen wir eine allgemeine Funktion. Ich male jetzt wieder eine Parabel, aber das kann sein, was will. Und ich habe jetzt hier, das soll sein, y gleich f von x. Und ich möchte jetzt genau das Gleiche machen, also wieder die Tangente. Allerdings in dieser Form hätte ich die gerne nicht. Die allgemeine Tangentengleichung von vorher, die will ich nicht haben. Und hier, das soll der Punkt u-f von u sein. Also quasi die Namen sind gleich wie bei der allgemeinen Tangentengleichung, der Rest aber nicht. So, jetzt überlegen wir uns, wie sieht jetzt diese Tangente t aus? Ja, da setzen wir an. X ist gleich, jetzt kommt der Punkt, also der Ortsvektor auf den Aufpunkt, wie lautet der? Ja, der lautet u, f von u. Ja, das entspricht diesem Punkt hier. So, und jetzt brauchen wir einen Richtungsvektor der Tangente, der irgendwie so aussieht.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie lautet denn der Richtungsvektor bei einer allgemeinen Funktion? Also bei einer allgemeinen Funktion gehen Sie wieder 1 rüber und wie gehen Sie jetzt, wie viel gehen Sie hier hoch? Also plus. Ein Strich von U. Sehr gut. Jawohl, das ist genau richtig. Sehr schön haben Sie das gesagt. Also ich gehe da F' von U hoch. So, das heißt, die Tangentengleichung ist, x ist gleich, oder hätte ich einen Parameter noch einbauen sollen, x ist gleich u f von u plus s mal 1 f' von u. Das wäre eine mögliche Darstellung der Tangente in Parameterform. Ja, denken Sie dran, vorher hatten Sie die allgemeine Tangentengleichung, die irgendwie so aussieht. Und wenn Sie genau hingucken, können Sie diese Tangente durch Elimination des Parameters in diese Tangentengleichung überführen. Aber das will ich gar nicht. Ich will Ihnen nur zeigen, wie man bei einer normalen Funktion mit eindimensionalem Definitionsbereich und mit Hilfe der analytischen Geometrie Tangentengleichungen aufstellt. Gibt es Fragen dazu? Also das hier bitte merken, das hier diese Idee, die brauchen wir nochmal.